Okay, Leute, wo soll ich anfangen? Ihr kennt doch bestimmt alle das Gefühl, wenn man so richtig dick aufs Klo muss. Also ich meine so richtig. So richtig dick aufs Klo. Aber ihr könnt nicht ins Klo, weil ihr gerade zum Beispiel im Zug sitzt. Oder ihr könnt nicht aufs Klo, weil ihr gerade auf der Autobahn unterwegs seid. Tja, Leute, und da kommt meine Geschichte ins Spiel. Denn ich habe nämlich ein richtig dickes Problem damit, auf öffentliche Toiletten zu gehen. Meinen ersten Schock fürs Leben hatte ich auf einer Bahnhofstoilette. Ich mach ganz naiv und unschuldig eine Kabinentüre auf und das saß plötzlich jemand drin, der sich eine Nadel gesetzt hat. What the fuck? Könnt ihr euch vorstellen, wie man da guckt und reagiert? Entschuldigung. Ich bin aus der Bahnhofstoilette rausgerannt, weil ich voll Schiss gekriegt habe. Ich stelle mir dann nämlich immer vor, wie mich jemand mit einer Spritze angreifen will oder mir irgendwelche Krankheiten reindrückt oder keine Ahnung. Aber hey, diese Spritzenscheiße soll jetzt nicht Thema dieses Videos werden. Das ist nur ein Teil davon. Das wirkliche Thema sind nämlich nicht Bahnhofstoiletten, sondern Autobahntoiletten. Und wenn ich Autobahntoilette sage, dann meine ich nicht diese Toiletten in den Raststätten, wo ein Burger King und sowas drin ist. Ich meine diese kleinen Kack-Piss-Hütten da, die einfach in der Autobahnausfahrt stehen. Ihr wisst schon, welche ich meine. Diese richtig widerlichen kleinen Dreckshütten. Und hier kommen wir schon wieder zurück zum Thema. Ich musste nämlich so richtig dick aufs Klo. Stellt euch also vor, ihr seid im Auto unterwegs auf der Autobahn und müsst so richtig dick aufs Klo. Kennt ihr diese Autobahntoiletten überhaupt? Ich gehe eigentlich niemals auf solche Toiletten, weil ich das wirklich nur für eine Legende halte, dass da mal jemand putzt. Wirklich. Wirklich, wart ihr mal in so einem Ding drin? Wenn ich in so einem Teil drin bin, ist die Luft so seltsam, dass ich mich nicht mal traue zu atmen aus Angst, dass ich Herpes kriege oder sowas. Wenn ich mir also überlege, dass ich mich dann in so eine Kabine reinsetze und dort die Hosen runterlasse, da muss ich befürchten, dass ich mir mindestens 5 verschiedene Geschlechtskrankheiten einfange. Naja, kommen wir wieder zurück zum Thema. Ich bin da also aufs Klo, habe mir ungefähr eine ganze Rolle Klopapier auf die Klobrille draufgelegt, nur dass ich keine Berührungspunkte mit dieser Klobrille habe. Habe ich im Endeffekt aber dann doch nicht richtig draufgesetzt. Als ich dann so voll auf mich konzentriert auf diese Schüssel saß, hörte ich, wie jemand links von mir in die Kabine reinging. Sodele. Und ab diesem Moment gibt es für mich das so ein kleines Problem, vielleicht ist es bei manchen von euch auch so. Wenn ich höre, dass links oder rechts von mir jemand in die Kabine reingeht, kann ich mich nicht mehr bewegen, weil ich nicht wahrgenommen werden will. Ich bin dann wirklich ganz still auf dem Klo und bewege mich nicht. Ich will dann einfach irgendwie keine Geräusche produzieren. Ich weiß auch nicht, warum ich so bin. Als ich dann also so still auf dem Klo saß, fiel mir was auf. Leute, jetzt kommt die Oberhärte. Links von mir in der Kabinenwand war ein Loch. Und ich rede nicht von dem kleinen Löchle. Ich rede von einem Loch. Ein Loch auf Hüfthöhe. So ein Loch. Ich weiß bis heute nicht, wie mir dieses Loch nicht aufgefallen ist. Die ganze Wand war voller Graffiti. Vielleicht habe ich es deswegen nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe so ein Loch in der Kabinenwand übersehen. So ein Oschi-Loch. Ich also aus Reflex greife zum Klopapier rüber, mache mir so ein Büschel draus und halte vor's Loch. Ich hab doch keinen Bock drauf, dass mir jemand dabei zuguckt, wie ich gerade ein Abseil. Oder einen Obama ins Weiße Haus setzt. Späßlich macht. Ich also nervös und voller Panik auf der Toilette sitzend, mit dem Büschel Klopapier in der Hand gegen die Wand gedrückt, in der Hoffnung, dass entweder er gleich geht oder ich endlich fertig bin, damit ich gehen kann. Leute, und dann ist das passiert, was mich für den Rest meines Lebens gezeichnet hat. Ich sitze also da und vernehme plötzlich ein Geräusch aus der Nachbarkabine. Ich blieb sowas von still, weil ich mich sowas von nicht getraut habe, irgendwas zu sagen. Ganz ehrlich, wer fängt noch ein Gespräch auf dem Klo an? Was soll denn der Scheiß? Versteht ihr? Scheiß. Plötzlich merke ich, wie der Typ aus der Nachbarkabine an meinem Klopapierbüschel rumdrückt und rumzieht. Und dann kommt mir der Gedanke, ich bin so dumm. Vielleicht hat mein Kabinennachbar einfach nur kein Klopapier mehr und möchte das von mir haben. Also sammle ich schnell mit der rechten Hand Klopapier auf, während ich noch mit der linken das Loch verstopfe. Dann gebe ich ihm das Klopapier durch und stopfe schnell mit der anderen Hand wieder das Loch zu. Ich dachte dann also, cool Robby, tolle Tat vollbracht. Er hat jetzt sein Klopapier und du kannst dich wieder auf dich konzentrieren. Als ich plötzlich wieder ein Geräusch von Typen hörte, ich nahm dann schlussendlich meinen Mut zusammen und sagte, hey, was? Was machst du? Hä? Wie, was mache ich? Soll ich dir ein Foto aus meiner Toilettenschüssel schicken oder was? Ich dachte mir dann in dem Moment, dass mir der Typ Drogen verkaufen will oder sowas. Also hat sich dann Panik in mir breit gemacht. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell man sich den Hintern abwischen kann, wenn man Angst hat. Während ich mir also mit der einen Hand die Hose hochziehe, höre ich plötzlich wieder Geräusche aus der Nachbarkabine. Nur irgendwie waren die diesmal ein bisschen anders. Ich ließ dann schlussendlich das Loch los, um meine Hose zuzumachen. Als dann dieses Klopapier, das ich in dieses Loch gestopft hatte, plötzlich runterfiel. Und ich aus Reflex dort rüber guckte. Und das, was ich gesehen habe, werde ich nie wieder vergessen können.
Da drüben saß kein Mann, der aufs Klo musste. Da drüben saß auch kein Mann, der Drogen konsumiert hat oder die verkaufen wollte. Da drüben saß ein notgeiler Opa, der sich einen von der Palme gewedelt hat. Die alte Sau. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, woher ich weiß, dass das ein Opa war, wenn dieses Loch nur auf Hüfthöhe war. Ganz einfach, das Ding sah untenrum einfach aus wie der Weihnachtsmann. Und das Ende seiner Eier habe ich gar nicht mehr gesehen, weil die vermutlich bis zum Knie runterhingen. Also bin ich voller Panik, ohne mir die Hände zu waschen, aus dieser Autobahntoilette rausgerannt, ins Auto und weg. Und wisst ihr, was ich dann später erfahren habe? Dieses Loch in dieser Toilette, das ist nicht einfach nur irgendwie da reingeraten, weil irgendwelche jugendliche Idioten ein Loch da reingeschlagen haben. Dieses Loch war damit Absicht. Dieser Opa auf dem Klo wollte dieses Loch eigentlich dafür nutzen, für was es auch gedacht ist. Ein Typ in der Einkabine drückt quasi sein... Ihr wisst schon... durch das Loch, damit sich dann der andere in der anderen Kabine dran austoben kann. Also mal ganz davon abgesehen, dass es jedem seine private Sache ist, was es so treibt, muss ich mir bei solchen Aktionen wirklich mit Anlauf ins Gesicht schlagen. Erstens, ich weiß ja nicht, ob es der Reiz ist oder sowas, aber in der Kabine nebenan ist jemand drin, den man noch nie gesehen hat, dessen Gesicht man nicht sehen kann. Das ist saugefährlich. Zweitens, vielleicht bin ich zu prüde oder sowas, aber meine Fresse, ich will mir gar nicht ausmalen, was man sich da einfangen kann. What the fuck? Und drittens, stell dich mal vor, ich wäre irgendeine Psychopathin oder ein Psychopath gewesen mit einer Schere da drin. Ich hätte mir einfach das Ding abschneiden können und fertig mit der Geschichte. Und die Peinlichkeit möchte ich dann erleben, wenn der ins Krankenhaus geht und dem Personal erzählen muss, dass er seinen Schwanz durch irgendein komisches Loch gesteckt hat und der Typ oder die Tussi auf der anderen Seite dem das abgeschnitten hat. Wow. Und genau das ist der Grund, warum ich nicht auf Bahnhofstoiletten bzw. Autobahntoiletten gehe. Habt ihr auch schon mal in Bezug auf öffentliche Toiletten solche einschlagende Erlebnisse gemacht oder ekelt ihr euch einfach nur generell vor Toiletten? Oder seid ihr so welche, die sagen, nö, mir macht das nichts aus, ich kann da ganz gechillt aufs Klo, lass laufen, Digga. Dann schreibt mir in die Kommentare, ich werde mir natürlich wieder alles durchlesen. Leute, ich habe eine kleine Ankündigung zu machen und zwar wird es den Bobo-Montag nicht mehr geben. Der Bobo-Montag wird nämlich ab nächster Woche der Bobo-Dienstag sein. Bobo-Dienstag. Bobo-Dienstag. Das hört sich irgendwie komisch an. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich mega über einen unterstützenden Daumen nach oben freuen. Falls ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, dann würde ich euch empfehlen, abonniert diesen Channel. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und zwar beim Bobo Dienstag. Bobo Dienstag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Au, ich glaube, ich krieg einen Krampf.